Brains! Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare und bei dem zweiten Teil von Schmeckt besser, der Challenge mit unserem Schnapper. Wieder mit dem Vampirschnapper unterwegs, diesmal auf einer anderen Map. Und beim letzten Mal sind wir ja richtig kläglich gescheitert, weil die Zombies es nicht hingekriegt haben, unseren Garten einzunehmen. Wir waren so gut unterwegs damals, wenn ihr euch erinnert. Ansonsten schaut doch mal in der Playlist nach. So, und wir brauchen ordentlich Kills mit dem Schnapper. So. Erster Schleimkill verbucht. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen schützen. Zweiter Schleimkill. Oh nein, wir sind... Oh, hat der ein Schwein, der Blöde, da hinten. Ja, okay, das war jetzt blöd. Wir sind hinten auf diesem Hügel da runtergerutscht. Oh, das hat nicht gezählt eben mit dem Schleim. Echt ätzend. Echt ätzend. Ich glaube immer noch, die Quest ist echt verbuggt. Also... nebengeschleimt. So, haben wir den gekillt, diesen komischen Eiszombie. Hallo. Meiner. Abgeschossen werden wir. Es hilft alles nichts. Wir brauchen Schleimkills, Leute. Wenigstens nehmen die Zombies diesmal ein bisschen besser ein, habe ich das Gefühl. Sind besser unterwegs. Ja, mal eben den Kollegen retten hier. Wieder daneben geschleimt. Heute in der Sitzung haben wir echt kein Glück. Ja, erster Schleimkill. Glaube ich, hoffe ich. Bevor wir vom Sargzombie erledigt wurden. Okay, ein Schleimkill im ersten Garten. Das ist nicht viel, das ist nicht gut. Wahrscheinlich läuft es wie immer, wenn ich gut bin im Schleimkill machen, sind die Zombies kacke und nehmen nicht ein. Und wenn ich schlecht bin hier, dann sind die Zombies gut. Hallo? Nein, du sollst keine Geste machen. Ach, warum macht er denn eine Geste? Ich bin auf die Taste gekommen. Nein. Oh, der wäre so tot gewesen. Naja. Hätte, wennste, wollste. Unfähigkeit at its best. Das wissen wir wenigstens, wo der Teleport ist. Das ist ja mal zumindest eine Sache. Da kommt er schon wieder angerauscht mit seinem Presslufthammer. Wir gehen diesmal von dieser Seite auf ihn zu. Und schleimen ihn ein. 25. Und er ist der Schleim vorbei, aber wir haben ihn zumindest getötet. Kommen sie da zu zweit. Erstmal den Gefährlichen wegholen, weil der ist, wenn er im Nahkampf schießt, gefährlicher, der Wissenschaftler.
Das müsste jetzt aber eine Kill gewesen sein, ja. Boah, das mit der Geste regt mich immer noch ein bisschen auf gerade. Dann fliegen schon wieder die Raketen durch den Garten. So, erstmal den Sarg zerstört. Was ist denn hier los? Hier sind die Pflanzen kaputt. Hier hat sich auch kein weiterer Ingenieur mehr hingetraut, anscheinend. Da sitzen sie. Ah, da kommt er doch. Jo. Njam, 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 njam. Da habe ich mal Glück gehabt, dass der Presslüfter mal aufgehört hat in dem Sinne, in der Sekunde, wo ich ihn gefressen habe. So, und die holen wir uns da oben jetzt mal vom Dach runter. Hallo. Tschüssi. So. Das müsste auch ein Schleimkill sein. Eingefroren. Nicht gut. So. Müssen wir ein bisschen weiter nach vorne hier anscheinend. Na, gibt das einen Schleimkill? Nein, es gibt keinen Schleimkill, aber es gibt einen normalen Kill. Digger Luke. Ja. Drei Zombies müssten wir jetzt haben mit dem Schleim. Aber die nehmen schon wieder nicht wirklich gut ein. Also. Ja, den lasse ich jetzt da mal drin. Na, hallo? Ja, okay, okay. Biyuga darf. Wir müssen noch einnehmen. Das bringt nichts irgendwie. Also diese Runde ist schon wieder vorbei. Ich sehe das schon kommen. Lass sie doch einnehmen. Hier ist mal absichtlich hier so hinten rum. Kommt schon wieder. Komm, nimm ein, nimm ein, nimm ein, nimm ein. Rein in den Garten, lass sie einnehmen. So, jetzt haben sie es eingenommen. Jetzt können wir wieder kämpfen. So. Der müsste gezählt haben. War aber knapp. Ich finde das immer, wenn man in dieser Animation immer unterbrochen wird, das ist nicht so geil. So, hier ist der Teleport. Hm. Ah, jetzt kommt direkt schon wieder hin. Ah, okay. Steig ab. Spieler besiegt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt auch zählt, wenn ich den durch den Schleim töte. Ah, okay. Wenn wir jetzt gleich mal gucken, müsste er jetzt eigentlich hochgerutscht sein. Ja, wahrscheinlich nicht. Sah nicht danach aus. Okay. Wir schmackern hier mal ein bisschen. Lahmlehnen. Versuchen mal hier die Zombies zu umgehen, mal hier von der anderen Seite uns reinzumogeln. Da hinten liegen ganz viele Lärmlehnen. Hallo, hallo, hallo. Eingeschleimt und tot hoffentlich. So. Verpieseln wir uns. Ich höre sie doch schon wieder. Oh! Also, wie hat der mich denn jetzt gesehen? Das muss ja mal Zufall gewesen sein. Rache aus dem Grab. Da ist wieder jemand in mein Stachelkraut gelaufen.
Ist okay, gib Punkte, gib Punkte, gib Punkte. Gib Punkte. Oh, wieder durch den Schleim jemanden getötet. Laserbeam. Na komm. Der müsste zählen. Och nein! Du blöder Idiot! Anscheinend zählt das mit dem Schleim aber doch, weil wir hatten jetzt auf jeden Fall deutlich mehr als eben. Macht ja eigentlich auch Sinn. Oh, ob die jetzt beide zählen, das wäre natürlich geil gewesen. Da hocken sie schon wieder blöd auf den Dächern rum. Aber die Feuererbsen machen hier auch ihren Job. Ja, wieder mit dem Schleim eingetötet. Wieder in der Animation gestorben. Wieder. Nee. Der Kapitz. Aber ich glaube, die beiden haben eben auch gezählt. Oh Gott. Lass den Kaktus in Ruhe. Der Kaktus möchte nicht wiederbelebt werden. Okay, sehe ich ein. Muss ja nicht, ne? Stunt, okay. Der müsste zählen. So. Da hinten die Bohne wird sich drum kümmern. Dann jumpt er weg. Komm, Schleimkill. Warum? Oh, die Zombies müssen einnehmen. Jetzt aber das tun. Nein, lasst sie einnehmen, bitte. Ich bin wieder so gut unterwegs. Schnell noch einen Topf pflanzen hier. Irgendwie so einen blöden Pilz. Lasst die Zombies bitte einnehmen. Lasst sie bitte einnehmen. Bitte, bitte, bitte. Nee, ich tötet sie nicht. Oh Mann. Ah, ja, 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 ja. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Oh Gott sei Dank. Bisschen paradox, was ich gerade mache, wa? So. Jetzt können wir wieder auf Jagd gehen hier. Da kommt einer. Ja. Sehr gut. Der müsste zählen. Der zählt leider nicht. Ja, ich bin mal hier. Zurückziehen hinter meine Stachelkraut. Ah, hab ich den noch gekillt? Der hat's doch tatsächlich überlebt, oder? Ach Gott, Mann. So ein Ärger. Also bei dem Garten ist es immer ein bisschen schwierig, finde ich, mit Schleim zu töten. Und auch danach ist es schwierig. Aber wir sind momentan halbwegs gut unterwegs. Also... bin noch zuversichtlich, dass das machbar ist. Wo ist der Teleport? Auf der anderen Seite, okay. Wenn ich mich jetzt hier nach vorne traue, werde ich bestimmt abgeschossen. Da vorne ist wieder einer. Ich versuche das mal nicht heranzuschauen. Natürlich springt er nach oben. Hallo. Das ist ein Schleimkill, Leute. Das ist ein Schleimkill. Das ist einfach mal ein Schleimkill. So. Hier geht's nach vorne. Hier ist jetzt einer rein. Hallo? Schleimkill. Ah Gott, nee. Doch kein Schleimkill. Dafür hat der Allstar einfach zu viele Lebenspunkte. Ich hatte gehofft, dass die Erbse den vorher schon ein bisschen angefrackt hat. Oder was das da war. Aber war anscheinend nicht so.
Oh, daneben. Glück gehabt. Hat da der Kumbal Dingenskirchen, der schon dreimal mich getötet hat. Macht sich also gut, wenn ich den mal erwische, weil das gibt ja gut Punkte dann. Er dürfte inzwischen ja schon als M1 mein Erzfeind gelten. So, jetzt nehmen sie mir für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell schon fast ein. Und wieder mit Schleim verschwende, verdammt. Wissenschaftler. Ach, Mist. Der Reduk, der ist auch ein Erzfeind von mir. Aber in diesem Garten einen einzigen Schleimkill, das ist nicht genug genug. Das ist nicht gut genug. Der fällt jetzt auch zu schnell, der Garten. Komm, einen muss ich mir noch mit Schleim holen. Den hier am besten. Okay, läuft. Hier ist noch ein Kaktus unterwegs. Komm, den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich. Nein, doch nicht. Der Reduk schon wieder. Der hat was gegen mich, der Reduk. So, ich schätze mal, 3 oder 4 brauchen wir noch von der Anzeige her zu schließen. Ich habe nicht mitgezählt, leider. Dafür ist es ein bisschen zu aufregend. So, aber... Raketen, okay. Der habe ich. Ach nein! Du blöder Idiot! Zumindest einen normalen Kill holen. Daneben ist der Reduk, ne? Oh, der müsste... Oh, hoffentlich hat er gezählt. Der blöde Reduk. Oh, der war eingeschleimt, als er gestorben ist. Da bin ich mir vom Aussehen her zumindest sicher. Aber da kann man ja bei Plants vs. Zombie eigentlich nicht so richtig gegen. Okay. Hat der ein Schwein? Dieser blöde Reduk. So, Leute. Der Reduk kriegt von mir keine Grußkarte mehr zu Weihnachten. So, hallo. Oh Gott, nein. Jetzt ist er doch eingeschleimt. Mann. So. Golfbombe verteidigt. Läuft. Komm, bitte, lass mich den... Ja, das ist ein Schleimkill. Das ist ein Schleimkill. Okay. Das kann gut gehen. Aber die Zombies, die müssen diese scheiß Golfbombe auch mal weiterschieben. Schiebt, Zombies, schiebt. Schiebt. Ja, sehr gut. Checkpoint erreicht. Da ist der Reduk. So, bitte, bitte, bitte. Ja, das war eine Schleim. Das war ein Schleimkill. Das war auch ein Ja! Ich hab's geschafft! Schmeckt besser! Und ihr wart dabei. Level 20 Schnapper. Yippie! Boah. Das war... Ich meine, ihr habt jetzt nur 2 Folgen damit gesehen, aber... Da habe ich jetzt echt lange dran gesessen, an dieser Herausforderung. So, und jetzt können wir hier frei aufschnappen, Klos kaputt machen. Noch mehr Schleimkills abgreifen. Und die Runde auch noch gewinnen, und zwar deutlich. Yes! Puh, mein Quietschestuhl.
Yippie. 20.000 Münzen. Ja gut, wir haben jetzt ja auch die 10.000 für das Level abbekommen. Wir sind Erster mit 30 Abschüssen. Und wir holen uns zur Belohnung ein Glitzerpack. Kommt genau. Kommt sich genau aus hier. Sehr schön. Manchmal denke ich mir so, was haben sich die Designer dabei gedacht? Aber gut. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß in der Folge wie ich. Have fun, euer Koali. Tschüss.